5, 4, 3, 2, 1, los! Okay, lass uns herausfinden, wie es sich anfühlt, wenn sich das Auto verlangsamt. Geh vom Gas und du merkst, wie es langsamer wird. Wenn du fertig bist, beschleunige wieder. Da vorne ist eine Kurve. Verwende diesmal die Bremsen, um dein Auto zu verlangsamen und lenke sanft in die Kurve ein. Noch ein paar Kurven. Versuch, einen Rhythmus zu entwickeln. Für den weiteren Streckenverlauf solltest du meinen Anweisungen folgen. Wir verwenden das 6-1-System. 6 steht für eine schnelle, weite Kurve. Eine 1 ist sehr eng. Rechts 6, in links 5 über Kuppe. 80 durch Senke, 80. Links 5. In rechts 4. In links 3 über Kuppe. Nicht schneiden. In rechts 5. Senke. Kuppe. Weitere Beschreibungen sind 90 Grad, Kehre und scharf. In diesen Kurven könntest du die Handbremse brauchen. Versuch es an dieser Abzweigung da vorne. Senke rechts 5. Kuppe, Kehre links, Wellen 60. Spitze. Ich hoffe, das macht Sinn. Ich werde dir für die restliche Strecke Anweisungen geben, damit du dich wie im Wettkampf fühlst. Rechts 5, lang. Achtung, Kuppe, vielleicht Sprung. Rechts 5. Senke. Welle, Brücke, 100 durch Senke. In Kuppe, vielleicht Sprung. 80 bis Ziel. Langsam zum Marschall. Sehr gut. So, das war die Einführungsrunde zu Dirt 4. Handling-Stil ändern. Das war der Gaming- oder der Gamer-Handling-Stil. Und es gibt ja noch den Simulations-Handling-Stil, den man zum Beispiel aus Dirt Rally kennt. Ich hoffe ja, ich kann jetzt dieselbe Strecke nochmal erfahren mit den anderen Einstellungen mit Simulation. Möchtest du die Wertung tun? Ja, genau. Super. Da können wir nämlich beides mal testen. 5, 4, 3, 2, 1, los! Ich weiß nicht, warum der da. Okay, lass uns herausfinden, wie es sich anfühlt, wenn sich das Auto verlangsamt. Geh vom Gas und du merkst, wie es langsamer wird. Wenn du fertig bist, beschleunige wieder. Ja, tut das einfach. Da vorne ist eine Kurve. Verwende diesmal die Bremsen, um dein Auto zu verlangsamen. Und lenke sanft in die Kurve ein. Noch ein paar Kurven. Versuch, einen Rhythmus zu entwickeln. Für den weiteren Streckenverlauf solltest du meinen Anweisungen folgen. Wir verwenden das 6-1-System. 6 steht für eine schnelle, weite Kurve. Eine 1 ist sehr eng. Rechts 6, in links 5 über Kuppe. 80 durch Senke, 80. Links 5. In rechts 4. In links 3 über Kuppe. Nicht schneiden. In rechts 5. Senke. Kuppe. Weitere Beschreibungen sind 90 Grad, Kehre und scharf. In diesen Kurven könntest du die Handbremse brauchen. Versuch es an dieser Abzweigung da vorne. Senke rechts, 5, Kuppe, Kehre links, Wellen 60. Spitze, ich hoffe, das macht Sinn. Ich werde dir für die restliche Strecke Anweisungen geben, damit du dich wie im Wettkampf fühlst. Rechts, 5, lang. Achtung, Kuppe, vielleicht Sprung. Rechts 5. Senke. Welle, Brücke, 100 durch Senke. In Kuppe, vielleicht Sprung. 80 bis Ziel. Okay, fahr zum Marschall. Sehr gut. So, also er steuert sich schon ein bisschen anders, aber halt auch ein Ticken anspruchsvoller. Aber wohl nicht so sehr wie bei Dirt Rally. Hatte ich jetzt schon gelesen, dass hier die Simulation von der Steuerung her nicht ganz so gelungen ist wie bei Dirt Rally. Aber halt der Gamer-Modus spielt sich halt echt super. Ne? Und für eine Runde zwischendurch oder so ist das mit Sicherheit sehr entspannt. Denn bei Dirt Rally hatte ich, ich muss dazu sagen, ich spiele sowas immer mit Gamepad, weil ich kein Lenkrad hier habe. Und auf Dauer wurde es mir bei Dirt Rally dann, also wenn ich da so 2-3 Rennen gefahren bin, es artete,
Also es war schon geil und sehr herausfordernd, aber es ist immer so ein bisschen in Arbeit ausgeartet, weil das Auto sich schon sehr, sehr krass verhält dann teilweise. Aber es hat übelst Bock gemacht jedes Mal. Und ich würde jetzt einfach mal, ich weiß nicht, komm, wollen wir mal. Man kann ja vielleicht zwischendrin immer noch mal wechseln, oder? Ich will Spaß, ich möchte herausgefordert werden. Eigentlich möchte ich heute mal ein bisschen Spaß haben. Ne, komm, sind wir Sehr jetzt zweimal beeindruckend. gefahren? Basierend auf deiner Leistung solltest du für den Schwierigkeitsgrad Pro geeignet sein. Aber entscheide selbst. Danke. Echt? Achso. Racer. Fähige Gegner und begrenzte Neustarts, alle Fahrassistenten, teilweise Assistenten, da würde ich sowieso noch mal dran rumspielen. 10 Neustarts pro Event, herausfordernde Gegner. Ja gut, wenn die das so gesagt haben, furchtlos, da kommen wir gar nicht hin. Wow, du Wow. scheinst bereits Erfahrung hinter dem Steuer zu haben. Mit etwas Training kannst du dich aber vielleicht noch weiter verbessern. Deine nächste Station ist die berühmte Dirt Academy in Washington, USA, wo du nach Lust und Laune trainieren kannst. Aha, ich glaube, ich muss einfach die Lautstärke noch ein bisschen runterschalten. Dirtfish, USA. Willkommen in der Dirt Akademie. Hier kannst du üben und wichtige Techniken lernen. Starten wir mit einer kurzen Fahrt, um dich ans Auto zu gewöhnen. Dieses Auto hat mehr Kraft als das in Australien und zudem Allradantrieb. Also solltest du dich in den Kurven deutlich stabiler fühlen. Ach, hier, guck mal, den Handling-Stil kann ich zwischendrin ändern. Okay, das ist ja super. Falls es mir dann doch zu öde sein sollte mit der Gamer-Steuerung, dann kann ich ja da ohne Probleme zurückwechseln. Ich glaube, ich muss hier einfach das noch ein bisschen zurückschrauben, dass es nicht zu laut ist. Obwohl die Sprache, das war schon okay, denke ich. Es gibt ja auch einen Sprachchat, den habe ich direkt mal deaktiviert. Weiß nicht wozu, wahrscheinlich für Online-Rennen. Was soll ich jetzt hier machen? Nichts, bloß rumfahren oder was? Akademie Du hast dir nach verlassen. der Einführung an der Dirt Akademie deine erste Lizenz verdient. Mit ihr kannst du an den Rallye-Events in Michigan teilnehmen und deine erfolgversprechende Karriere beginnen.